Ich habe ganz bewusst gebeten, dass man für meinen Vortrag das Wort Boden nicht einbezieht, um nicht die Illusion zu nähren, ich sei ein Bodenspezialist. Aber deswegen heißt es also Umwelt in Not und die politischen Fragen. Ich danke Ihnen sehr, insbesondere Herrn Rösel und all den Mitarbeitern, dass das Thema Boden so eine zentrale Rolle spielt. Das ist in der Politik noch nicht wirklich angekommen und muss aber ankommen. Den Böden weltweit geht es schlecht. Ich gehe da jetzt nicht auf Details ein, aber das Bild zeigt sofort, dass in allen Erdteilen es ganz schwere Schädigungen des Bodens gibt. Und das ist nun zu einem kleinen Teil der Bergbau, aber zum allergrößten Teil die falsche Landwirtschaft. Es gibt dann auch regionale Unterschiede. Da bleibe ich jetzt mal in Deutschland. Also, wir wissen alle, dass in Nordwestdeutschland eine viel zu hohe Belastung der Böden durch Tierdichte, also insbesondere Schweine, aber auch Geflügel und so weiter ist. Aber auch in Südbayern gibt es zum Teil echte Probleme. Während der Pfad dazwischen ist etwas weniger belastet. In Bezug auf Humus ist Ostdeutschland das Problem. Ich habe jetzt die historischen Ursachen nicht so genau im Kopf, aber das ist eindeutig heute so, da ist die Humusqualität kaputt. Und bei Bodenverbrauch ist es eindeutig ein süddeutsches Problem. Also man muss an ganz verschiedenen Stellen eingreifen, aber man muss sehen, es ist immer wieder der Boden, der in Gefahr ist. Bei Umwelt in Not geht es natürlich um viele andere Fragen. Es geht letztlich darum, dass die Erde insgesamt durch uns Menschen und speziell die Landwirtschaft, die der Ernährung all dieser Menschen dient, in einem nicht dagewesenen Maß belastet wird. Der Club of Rome, dem ich 6 Jahre lang zusammen mit meinem schwedischen Freund Anders Wickman vorgestanden habe, hat ein neues Buch gemacht mit dem Titel Wir sind dran. Und da steht im Zentrum die Unterscheidung zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Das ist eine Unterscheidung, die hat vorgeschlagen Herman Daly. Der war lange Zeit der Chefökonom der Weltbank. Das war ganz gewiss kein grüner Spinner. Und er hat gesagt, unser ganzes Verhalten, insbesondere das wirtschaftliche Verhalten, stammt aus der leeren Welt. Als sozusagen alles noch in Ordnung war, es war selbstverständlich nachhaltig. Aber in der heutigen vollen Welt ist das überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Das ist also dieses Buch mit 3 Teilen. Erstens, die heutigen Trends sind in keiner Weise nachhaltig. Also wenn wir da so weitermachen, geht sehr, sehr, sehr viel kaputt. Und zweitens sagen wir, für die volle Welt brauchen wir eine neue Sorte von Aufklärung als die, die wir im 18. Jahrhundert gehabt haben. Eine völlig neue Denkweise. Aber das ist dann der 3. Teil und das ist die Hälfte des Buches. Da sagen wir, was man alles heute schon machen kann, noch bevor alle sozusagen in eine neue Aufklärung eingetaucht sind. Da kommt dann auch Landwirtschaft natürlich dran. Das geht gar nicht anders. Und eben aus der leeren Welt stammt zum Beispiel unsere Fruchtbarkeit. In der Steinzeit war es für die Menschheit, die sehr kleine Menschheit, überlebenswichtig, dass die Frauen 10 Kinder kriegen konnten. Weil die Kinder sind gestorben, Krankheiten, Hunger, Kälteeinbrüche und wilde Tiere und so. Da brauchte man 10 Kinder im Durchschnitt, damit im Durchschnitt 2 überleben. Aber in der heutigen Welt ist das ja völliger Wahnsinn. Und dann unsere Instinkte.
Also man nimmt sich, was die Böden hergeben oder die Wälder. Und man jagt, was man schießen will. Also das war das Normalste von der Welt, in der leeren Welt. Dann natürlich die ganzen Kulturen und Religionen. In der Bibel heißt es, macht euch die Erde untertan. Das war für die leere Welt völlig in Ordnung, weil es völlig illusorisch war. Aber für die volle Welt ist es die reine Katastrophe. Oder dann die europäische Aufklärung. Das war einfach noch zur Zeit der leeren Welt. Die Raubbauökonomie, dann das Konzept Nationalstaat, alles leere Welt und dann die Wachstumsvergötterung. Alles in der leeren Welt, vielleicht auch ein bisschen falsch, aber unschädlich. Aber in der vollen Welt sind genau diese Sachen schädlich, und zwar zentral. Also das Wichtigste ist natürlich erstmal die Weltbevölkerung. Mit moderner Medizin und guter Ernährung und so weiter ist dann plötzlich, so ungefähr ab 1950, eine gewaltige Vermehrung der Menschheit entstanden. Jetzt fängt man an zu merken, dass diejenigen Gegenden der Welt, in denen diese Vermehrung weiter sich fortsetzt, die ökonomischen Verlierer sind und nicht, wie man noch vor 50 Jahren gedacht hat, die Gewinner. Also je mehr Volk, desto besser geht es dem Land. Das war ja auch bei Hitler und bei vielen anderen die Idee. Völlig daneben. Dagegen diejenigen Erdteile oder Bereiche, die es geschafft haben, ihre eigene Bevölkerung zu stabilisieren, das sind die ganz großen Gewinner. Dazu gehört auch Deutschland. Das ist aber eine neue Erkenntnis. Das hat sich in Afrika noch nicht rumgesprochen. Herman Daly schlägt einfach als Illustration für den Unterschied zwischen leerer und voller Welt vor, sich mal zu überlegen, was man macht, wenn man mehr Fische haben will, in der leeren Welt. Naja, mehr Fischer, mehr Boote, mehr Netze, mehr Angeln, hat man mehr Fische. So einfach ist das. Aber in der vollen Welt muss man das Gegenteil machen. In aller erster Linie, aber auch in zweiter und dritter Linie muss man Fischfangverbotszonen einrichten, sonst hat man nachher weniger Fische. Nur, das ist den Fischereikonzernen noch nicht so ganz aufgegangen. Und dann Fischfarmen, ja gut. Also das nachmachen, was die Landwirtschaft immer schon gemacht hat. Und dann die weiblichen Fische ins Meer zurückwerfen, denn da sind die Eier drin. Also alles Sachen, die einem in der leeren Welt nie eingefallen wären. Undenkbar. Und heute eine zwingende Notwendigkeit. Das ist jetzt das Anthropozän. Man nennt es jetzt nicht volle Welt, sondern das Anthropozän. Klingt ja auch viel gelehrter. Es gab in der Erdneuzeit in den letzten 60 Millionen Jahren so ungefähr 6 Zäns. Das Eozän, Oligozän, Pliozän, Pleistozän und so. Alles so ungefähr 10 Millionen Jahre lang. Und jetzt plötzlich das Anthropozän. Das ist diejenige Erdepoche, es wird eine Epoche bleiben, so oder so, bei der die eine Lebensspezies, Homo sapiens, der Mensch, alles verändert, alles beherrscht. Das ist das Anthropozän. Und das ist neu. Auf den linken 12 Bildern, den roten, sieht man immer einen ganz dünnen Strich kurz vor dem rechten Ende, das ist das Jahr 1950. Vor 1950 war noch leere Welt, da war ich noch ein Kind. Und dann geht es steil nach oben. Das sind 11 von diesen Grafiken, sind Konsumparameter. Und ganz links oben ist die Weltbevölkerung, auch die hat 1950 einen Knick gemacht nach oben. Eben mit Gesundheitsausbreitung und die Weltkriege waren zum Glück vorbei und so weiter. Und dann rechts die Antwort der Natur. Und die Natur leidet. Also je höher die grünen Striche, desto schlimmer. Ich gehe nicht auf Details ein jetzt.
Ja, noch etwas zum Anthropozän. Man kann ausrechnen, das Lebendgewicht der auf dem Lande laufenden Wirbeltiere. Und da gibt es drei Kategorien. Da gibt es uns Menschen, das ist ein Drittel oder knappes Drittel, 30%. Und dann unsere Haus- und Schlachttiere, vor allem Schlachttiere. Das ist 67%. Und übrig bleiben 3% für die Wildtiere. Alles zusammengenommen. Also sämtliche Elefanten, sämtliche Hirsche und Maulwürfe und was es so alles gibt. Alles zusammen, gerade noch 3%. Der Rest ist alles Mensch. Und was wir essen. Ja, und dann kommen natürlich die Entwicklungsökonomen mit einem Riesenstolz und sagen, in den letzten 20 Jahren hat der Teil der Menschheit, der aus der Armut in den sozialen Mittelstand aufgestiegen ist, um 2 Milliarden Menschen zugenommen. Also brauchen wir jetzt viel mehr Fleischproduktion. Das ist das Einzige, was denen sofort einfällt. Das heißt, dann macht man es schlimmer. Da haben wir in 10 Jahren nur noch 2% für Wildtiere und irgendwann null. Nur noch in den Zoos und vielleicht noch einigen Nationalparks, die nicht auch schon wieder kaputt gemacht worden sind. Bolsonaro in Brasilien hat vor kurzem das in gewissem Sinne ökologisch wertvollste Feuchtgebiet, das Pantanal, den Zuckerbaronen geschenkt. Ja, mach da einfach. Da ist ja noch Platz. Das ist überhaupt kein Platz. Also eigentlich müsste man auch das Wort Veredelungswirtschaft ein bisschen hinterfragen. Ja? Naja, und jetzt das Thema Klima. Das ist auch sehr ernst. Das geht gnadenlos nach oben, immer weiter. Und das Jahr 2018 war historisch sehr bedeutend, weil plötzlich weltweit wir Menschen gemerkt haben, dass mit dem Klima was faul ist. Die deutschen Landwirte haben es gemerkt und sind dann zu Frau Klöckner gezogen und haben gesagt, wir brauchen 100 Millionen verlorene Einkünfte oder so wieder, damit wir als Bauern noch überleben können. Und jetzt sind sie heute in Berlin oder war es gestern, weiß nicht genau, und klagen wieder. Jetzt klagen sie über Umweltrestriktionen. So ist das halt. Leider ist heute weltweit die Landwirtschaft der größte Gegner der Umwelt. Das wird aber nie offen gesagt. Das wäre ja ein Tabu. Und die Förster, die reden über fast nichts anderes, auch in Bayern, als über den Borkenkäfer. Der ist auch klimabedingt. Ich war kürzlich im österreichischen Waldviertel. Da sieht man an allen Straßen so Baumstämme aufgelagert. Alles Totholz. Hat auch einen lächerlich niedrigen Preis bekommen. Das heißt, die Förster haben auch ein Riesenproblem. Ich könnte noch 20 andere große Schäden nennen. Einen will ich noch nennen, dass nämlich in Kalifornien haufenweise Häuser abgebrannt sind. Die Deutschen haben davon erst erfahren, als der gute Thomas Gottschalk seine Villa verloren hat. Sonst würde man es in Deutschland ja gar nicht merken. Und das geht immer so weiter. Im März hat Time Magazine einen Titel über eine Jahrhundertdürre in Australien publiziert. Und jetzt vor 2 Wochen oder so fing es an mit einem gewaltigen Brand, der sich die ganze Ostküste entlang zieht und jetzt Sydney in Rauch hüllt. In Indien gab es im Juni dieses Jahres eine ungeheure Trockenheit und sowas wie 20 Millionen Menschen hatten kein Trinkwasser mehr. Also aus der lokalen Umgebung, die mussten dann irgendwie mit Flaschenwasser aus dem Himalaya oder so gerettet werden. Und dann Überschwemmungen noch und noch. Und dann die riesigen Waldbrände in Sibirien, in Alaska, in Nordkanada und dann in Südamerika, ganz Südamerika. Fürchterliche Situation. Und in Schweden waren es im Jahr 2018 28
sehr große Waldbrände. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auf einmal ein Mädchen von damals 15 Jahren mit dem Aufschrei, wir müssen aufhören, das Klima zu zerstören, von allen Schweden verstanden wurde. Die waren alle begeistert, dass das junge Mädchen jetzt plötzlich protestiert und sage, was hat das für einen Sinn, in die Schule zu gehen, wenn wir gleichzeitig unsere Zukunft kaputt machen. Und ich habe sie kennengelernt im August. Da war die erste europäische Fridays for Future-Konferenz in Lausanne in der Schweiz. Und da habe ich mich mit ihr unterhalten können. Und sie war sehr dankbar und glücklich über meinen Einleitungsvortrag, wo ich Ähnliches gesagt habe wie heute. Und dann sagte sie mir, hätte sie ihren Aufschrei 12 Monate vorher gemacht, hätte niemand zugehört. Weil da war im Jahr 2017, da gab es auch ein paar Waldbrände, aber nichts Dramatisches. Also jetzt plötzlich ist es da. Das war bisher noch alles nur zum Thema Erwärmung der Erde im Luftbereich und Bodenbereich. Das eigentliche Drama findet in den Ozeanen statt. 93% der Erwärmung findet in den Ozeanen statt, der blaue Teil. Und dann wird natürlich die Frage des Meeresspiegelsanstiegs auf einmal eine Realität und nicht nur eine historische von vor Millionen Jahren oder so. Ich habe in einem italienischen Schulatlas schon vor Jahrzehnten dieses Bild bekommen, gesehen. Links Italien während der letzten Eiszeit, da war es viel größer als heute. Und während der letzten Heißzeit vor 2 Millionen Jahren, da war es halb so groß. Und im Moment rennen wir mit Geschwindigkeit auf die nächste Heißzeit los. Und was heißt das dann für die Überschwemmung der ganzen Küstenstädte der Welt? Das ist jetzt mal ausnahmsweise Asien. Da leben etwa 800 Millionen Menschen, also mehr als wir überhaupt in Europa haben, direkt am Meer. Die roten Punkte sind alles Millionenstädte. Shanghai sind 20 Millionen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das Grönlandeis oder das Westantarktikeis rutscht ins Meer. Dann haben wir ein Flüchtlingsproblem, das 100-mal so groß ist wie das von 2015. Naja, ich habe in Kalifornien gearbeitet, als Al Gore, damals Vizepräsident, sein großartiges Buch, eine unerfreuliche oder unangenehme Wahrheit, an Inconvenient Truth, publiziert hat. Und da hat sich ein Karikaturist ausgedacht, der hat auch einen Film daraus gemacht, hat sich ausgedacht, ein Kino, das gleichzeitig 2 Filme anbietet. An Inconvenient Truth und A Reassuring Lie, eine bequeme Lüge. Ja, und wo geht das Volk hin? Ausschließlich in eine bequeme Lüge. Das ist das Problem. Das ist jetzt auch eine Schelte an das Volk. Wir wollen beschissen werden, weil das so viel bequemer ist, als der Wahrheit ins Gesicht zu gucken. Das ist ein Teil der neuen Aufklärungsarbeit, dass wir dieses über uns bringen, der Wahrheit wirklich ins Gesicht zu schauen. Wir in Deutschland sind der Meinung, es finde jetzt überall Kohleausstieg statt. Also in Deutschland wird natürlich kein neues Kohlekraftwerk gebaut. Mir geht der Prozess etwas zu langsam, aber das ist eine Nebenfrage. Das eigentliche Problem ist, dass weltweit sowas wie 600 neue Kohlekraftwerke gebaut werden, während wir hier in Neuendorf sitzen. Ja?
Also das Zehnfache von dem, was wir in Mitteleuropa zu reduzieren versuchen. Eine Riesenkatastrophe. Und insofern muss man sagen, ist eine Klimapolitik, die nur sich an die Industrieländer richtet, weil die ja den Schaden ausgelöst haben, eigentlich weitgehend sinnlos ist. Das müssen wir dringend korrigieren, das ist nicht ganz leicht. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung, der direkt an die Kanzlerin berichtet, hat vor 10 Jahren, als die Kanzlerin sich auf den Weg gemacht hat zu der Kopenhagener Klimakonferenz, die Idee ins Gepäck gebracht, einen sogenannten Budgetansatz vorzuschlagen, den anderen klimaverhandelnden Ländern. Und dieser Budgetansatz geht so: Alle Länder der Welt bekommen im Prinzip gerechtigkeitshalber ein pro Kopf gleich großes Recht, eine Lizenz zur Nutzung der Atmosphäre, also im Wesentlichen CO2 auspusten. Aber die alten Industrieländer haben diese Rechte im Wesentlichen schon verfrühstückt. Die sind eigentlich weg. Also wenn wir weiterhin mit fossilen Brennstoffen Auto fahren wollen oder mit fossilen Brennstoffen Industriestrom produzieren oder irgend so etwas, dann müssten wir in die Entwicklungsländer, das ist die grüne Linie, also wir sind die rote Linie, und die gestrichelte Linie ist das, was ist, wenn es keinen Handel mit Lizenzen gibt. Dann ist nämlich im Jahr 2024 alles aus bei uns. Ja? Da ist nichts mehr da. Aber wenn wir Handel treiben, dann kommt die durchgezogene Linie. Dann gehen wir also nach Indien oder nach Bolivien oder nach Kamerun oder so und sagen, könntet ihr uns nicht noch ein paar von euch gesparte Lizenzen verkaufen? Das ist ein genialer Vorschlag, denn dann würde es auf einmal lukrativ in den Entwicklungsländern, endlich das zu machen, was wir aus ganz anderen Gründen auch machen, nämlich Kohleausstieg. Dann würde also der indische Wirtschaftsminister, nicht der Umweltminister, der Wirtschaftsminister sagen, hört bitte auf mit Kohlebergbau und Kohleverbrennung, denn das vernichtet ja unsere Lizenzen, die wir sonst für sehr viel Geld an die verrückten Deutschen verkaufen können, die das ja alle schon verbraucht haben. Und im Übrigen beschleunigen wir den Übergang zu erneuerbaren Energien. Da sind sie dann Deutschland dankbar, weil wir das Erneuerbare Energiengesetz aufgelegt hatten. Und Energieeffizienz, das ist ja der ganz große schlafende Riese. Und dadurch wird Indien reicher, wenn es Kohleausstieg macht. Leider hat dann, als die Kanzlerin das ganz mutig in Kopenhagen vorgetragen hat, haben die Russen und die Amerikaner und die Saudis und die Polen und ein paar andere gesagt, aber wir machen da nicht mit. Dann hat sie es wieder zurückgezogen. Das kann ich verstehen, es war trotzdem ein Fehler. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir erstmal so eine Koalition der Willigen machen, die schon mal anfangen und dann zeigen, dass man damit überhaupt nicht ärmer wird, wenn man es gescheit macht. Im Übrigen sollten wir endlich aufhören, ständig Europa zu verprügeln. Das ist vor einer Woche im Guardian in England erschienen. Und die blau gefärbten Länder sind diejenigen, die das Richtige gemacht haben und weiterhin machen. Das sind alles Europäer. Und die Asiaten, die Amerikaner und die Afrikaner, die machen gar nichts in dieser Hinsicht. Das ist das Problem. Und Europa sind ja nicht die einzigen Industrieländer. Ja? Also wir müssen mal aufhören, ständig nur uns selbst zu verprügeln. Wir müssen daran denken, wie sieht es eigentlich wirklich in Indien aus und warum geht es da so schief? So, wie gehen wir jetzt mit der Klimakrise um? Mir scheint diese Aufteilung, das ist so eine Tortengrafik, das Wichtigste. Natürlich erneuerbare Energien, das heißt weniger CO2 in der Energie.
Wunderbar. Ich war selbst Mitglied im Deutschen Bundestag, als wir auf Initiative von Hermann Scheer, der leider vor einigen Jahren schon gestorben ist, dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz aufgelegt haben. Was sind wir damals gescholten worden von den Ökonomen, wie viele Milliarden wir vernichten für unsere ökologischen Träume? In der Zwischenzeit ist auf den Weltmärkten die Kilowattstunde Solarenergie billiger als die Kilowattstunde Kernenergie. Das heißt, es hat sich ungeheuer gelohnt und vor allem für Länder, die noch nicht die großen Überlandleitungen haben, ist das natürlich die Dezentralisierung der Energieerzeugung was Großartiges. Also gerade für die Entwicklungsländer. Also das ist sehr, sehr wichtig. Aber es hat Grenzen. Das weiß man auch in der Landwirtschaft. Also bei Windenergie finden ja inzwischen viele Leute, hat jetzt sein Ende erreicht. Wasserkraft ist sowieso ausgelutscht im Wesentlichen. Bei Biomasse, das freut manchen Landwirt, aber das ist für die Bodenqualität absolut kein Gewinn und für die Biodiversität ist es eine Katastrophe. Also eine Maisplantage ist eine ökologische Wüste. Also auch das ist begrenzt. Lediglich die Solarenergie, da ist noch sehr viel zu holen. Aber die ist ja erst im Promillebereich. Also das wird das Problem noch nicht schnell lösen. Dagegen, ich habe vorhin gesagt, der schlafende Riese ist die Energieeffizienz. Also weniger Energie für viel Wohlstand. Darüber habe ich ein Vierteljahrhundert meines Lebens gearbeitet. Und dann auch an einigen Stellen mehr Genügsamkeit. Man muss nicht am Wochenende nach Teneriffa düsen und solche Sachen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Es gibt ja viele, und zwar gerade betuchte Leute, die schimpfen, ja, ihr konsumiert zu viel. Meistens ist es in dieser Form, ihr und nicht wir. Na gut, aber das ist für mich ein Nebenthema. Ich habe mit einem australischen Team zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktor 5, wo wir nachweisen, dass in den vier wichtigsten Wirtschaftssektoren eine Verfünffachung der Energieproduktivität und der Materialproduktivität möglich ist. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt geht. Also die vier Sektoren, das ist Landwirtschaft, Verkehr, Industrie und Gebäude. In allen Bereichen ist die Verfünffachung der Produktivität von Energie heute abgreifbar. Es dauert vielleicht 30 Jahre, bis überall erzielt ist, aber immerhin, es scheitert nicht an der Physik. Also, viele werden jetzt erstmal einwenden, eine Verfünffachung der Energieproduktivität ist doch physikalisch gar nicht machbar. Wir haben doch die Effizienz längst ausgelutscht. Nein, haben wir nicht. Dafür ist es nützlich, mal auf den Mount Everest zu gucken. Das sage ich auch meinen Studenten. Ich habe es auch meinen Studenten in Kalifornien immer gezeigt. Also, stellt euch den Mount Everest vor. Fürchterlich hoch, 8000 Meter und mehr. Und dann stellt euch ein 10-Kilo-Gewicht vor. Jeder Landwirt weiß, was das ist. Also ein schwerer Eimer Wasser, nicht ein leichter. Und wie viele Kilowattstunden würdet ihr benötigen, um unter physikalisch idealen Bedingungen diesen Eimer auf den Gipfel des Mount Everest hochzuheben? Meine Studenten in Kalifornien, die haben dann immer gesagt, ja, sowas wie 1000 Kilowattstunden. Einer sagte 8800 Kilowattstunden, weil der Berg so viele Meter hoch ist. Das ist völliger Unsinn. Die deutschen Studenten sind übrigens viel bescheidener. Da kriege ich immer Antworten in der Gegend von 100. Ist aber auch völlig falsch. Die physikalische Antwort lautet eine Viertelkilowattstunde. Ja? Das ist unglaublich, was für ein Kraftpaket eine Kilowattstunde ist. Und was machen wir damit? Wir vergeuden sie ohne Ende und schwadronieren über den wachsenden Energiebedarf. Das ist völliger Quatsch. Physikalisch gesehen ist das Quatsch. Es ist ökonomisch richtig, weil die Kilowattstunde nichts kostet. Ich frage dann die Studenten immer, wer von euch, also in Kalifornien, wäre bereit, für 5 Dollar Cent auf den Mount Everest hochzutigern und den Eimer Wasser da oben abzuliefern. Das sieht man sofort, dass die Energie zu billig und nicht zu teuer ist.
Man muss natürlich dafür sorgen, dass das Ganze sozialverträglich bleibt. Ja? Komme ich noch kurz drauf. Also, Passivhäuser, eine deutsche Erfindung von Wolfgang Feist in Darmstadt. Großartig. Letzten Monat war ich in China mit Wolfgang Feist, weil die erste internationale Passivhauskonferenz, die nicht in Europa stattfand, in China stattfand. In einer Großstadt, etwa so groß wie Stuttgart, aber in Deutschland kennt man sie nicht, Gao Beidian, die machen jetzt ein Stadtviertel nach dem anderen alles mit Passivhäusern und sagen, das muss für ganz China gelten. Von daher habe ich über meinen ökologischen Fußabdruck für das Fliegen kein schlechtes Gewissen. Wenn das dazu führt, dass die Chinesen das einen Monat früher machen, dann ist das 100-mal mehr wert als mein Fußabdruck. Also die Chinesen sind richtig begeistert von dieser Technologie. Und das kommt dann irgendwann auch bei den Indern an und bei anderen, denn das gilt ja nicht nur für Heizung, sondern auch für Kühlung. Meine Familie und ich leben in einem Passivhaus. Die Folge davon ist, dass das Thema Heizkosten aus der Familienunterhaltung verschwunden ist. Ist doch wunderbar. Oder dann die LED statt der alten Glühbirne, auch ein Faktor 10. Das sind jetzt nur zwei Beispiele von 100, die wir in Faktor 5 so ungefähr skizzieren. So, aber ökonomisch floriert das nur, wenn der Naturverbrauch etwas kostet. Und das ist immer billiger geworden. Über 200 Jahre, das ist diese Grafik, ist Energie und Primärrohstoffe und Trinkwasser immer billiger geworden. Bis auf ein paar Ausnahmen gibt es natürlich auch immer. Dazu führt dann ein politischer Vorschlag, den ich in den letzten 20 Jahren immer wieder modifiziert und aber jedenfalls auch vorgebracht habe, nämlich, mach doch die Energie oder die Primärrohstoffpreise oder auch die CO2-Preise jedes Jahr um gerade so viel Prozent teurer, wie die dazugehörige Effizienz zugenommen hat. Sodass das, was man pro Jahr für Energiedienstleistungen oder materielle Dienstleistungen ausgibt, nie mehr wird. Es ist eine Art von Ping-Pong-Idee und ziemlich genau abgeschaut der großartigen Antriebsmaschine der industriellen Revolution in den letzten 150 Jahren. Nämlich steigt die Arbeitsproduktivität, das ist technischer Fortschritt, kann die Arbeitnehmerseite höhere Löhne durchsetzen. Und steigen die Bruttolöhne pro Stunde, wird es betriebswirtschaftlicher Zwang, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Und das hat dann zu einer Verzwanzigfachung, in vielen Branchen einer Verhundertfachung der Arbeitsproduktivität geführt. Das ist die Basis des heutigen Wohlstands. Stammend aus einer Zeit, als die Arbeitsproduktivität schändlich niedrig war. So wie heute die Energieproduktivität schändlich niedrig ist. Nur jetzt haben wir keine zu geringe Arbeitsproduktivität, sonst hätten wir nicht 1 Milliarde Arbeitslose auf der Welt. So im ungefähr Durchschnitt sagt die Internationale Arbeitsorganisation. Sondern der knappe Faktor ist heute die Natur, die Böden, die Energie. Und man kann mit den erneuerbaren Energien und Energieeffizienz sehr, sehr viel erreichen, um die globale Erwärmung zu bremsen. Aber die Frage ist, ob das auch wirklich zum Stillstand, zu einem für unser Klima ausreichenden Verminderungsgrad führt. Antwort eher nein. Wir müssen auch daran denken, wie man CO2 aus der Atmosphäre wegfischt und wieder irgendwo verborgen lässt, also
in die Böden, in die Ozeane und so weiter reinfüttert. Oder dann gibt es noch eine andere Alternative, die nennt man Geoengineering oder Klimamanipulation. Das halte ich für brandgefährlich. Es gibt die Idee zum Beispiel, dass man viele tausende Tonnen Sulfate in die Stratosphäre schießt und damit das Sonnenlicht abschirmt, dann wird es plötzlich kalt. Und dann muss man wieder Kohle verbrennen. Also die Kohlelobby ist da natürlich dafür, völlig klar. Aber ob das dann vielleicht dazu führt, dass man in einem Land wie Deutschland keine Landwirtschaft mehr führen kann, wegen Kälte, ist sehr schwer vorherzusagen. Denn da kann man ja nicht rumexperimentieren wie im Labor. Das Labor ist die Erde. Also Geoengineering ist nicht die Antwort. Aber CO2 einfangen. Und da spielt dann der Boden auf einmal eine große Rolle. Es gibt so einiges, was man schnell machen kann, also Baumpflanzungen. Es gibt ja von Felix Finkbeiner und anderen eine großartige Welle weltweit. Wir brauchen 1 Milliarde mehr Bäume und so. Da kann man auch spenden dafür, das ist alles sehr schön. Man muss nur aufpassen, dass das dürfen keine Monokulturen sein. Die machen dann nämlich auch die Böden eher kaputt. Dann Terra Preta, das ist ganz rechts, also sozusagen verbrannte Holzkohle in die Böden einwirken, kann man auch machen. Oder eben einfach die Bodenqualität verbessern. Und das ist das, worüber Sie hier sprechen. Ich habe gerade von meiner Freundin Susanne Dorn dieses Buch geschickt bekommen. Das ist ein erstaunlich gutes Buch. Ich selber war früher mal Biologieprofessor, aber ich habe aus diesem Buch sehr viel Biologie neu gelernt. Über all die Mikroorganismen. Herr Rösel, von denen haben Sie ja auch gesprochen, mit einer wunderschönen Grafik. Das ist richtig. Aber das ist eine unglaubliche biologische Vielfalt. Nur die wird im Moment durch Vergiftung der Böden kaputt gemacht. Und das ist die große Tragödie. Und das führt dann auch dazu, dass die Böden praktisch kein CO2 mehr aufnehmen können. Dieses kann aber wieder umgekippt werden. Und da ist Ihre Gemeinschaft natürlich gefragt. Und man muss dafür sorgen, dass diejenigen Landwirte, die das machen, dabei besser verdienen als diejenigen, die es nicht machen. Heute ist es leider umgekehrt. Und deswegen müssen wir dringend dafür sorgen, dass auch der finanzielle Rahmen korrigiert wird. Da ist man wieder in der Nähe von diesem Ping-Pong-Idee. Man muss es langsam immer lukrativer machen. Dann hat auch jeder einzelne Landwirt Zeit, sich entsprechend zu entwickeln und so weiter. Und für den Finanzminister ist das im Grunde gehupft wie gesprungen. Das Bild, das Titelbild von dem Buch, das ist von Albrecht Dürer. Ja? Es ist wunderbar, was der schon gewusst hat über die biologische Vielfalt. Ja, aber wir haben in der Landwirtschaft in den letzten 50 Jahren einen Absturz der Biodiversität erlebt. Und jetzt vor ein paar Wochen haben tausende Wissenschaftler gesagt, wir müssen dringend die EU-Agrarpolitik korrigieren in dieser in Richtung Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz. Und im Grunde muss man neu definieren, was die gute landwirtschaftliche Praxis ist. Die heutige ist leider viel zu eng gefasst. Also, jetzt dahinter stehen also zwei gleich starke Motive, Klimaschutz und ja, Rettung der Biodiversität natürlich. Wir können im Übrigen uns quantitativ überlegen, ob eigentlich die Maisplantagen für die Energie, für die erneuerbare Energie, gleich viel tun wie die Solarenergie. Antwort: Nein. Also im Grunde sind diese aufgeständerten Stromplantagen, wenn man so will, ökologisch eher besser. Da gibt es dann auch Schattenwirkungen an einigen Stellen für bestimmte Tiere und Pflanzen. Und für die Biodiversität kann das noch besser sein und im Übrigen sehr viel mehr Ausbeute. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus